Servus, ich bin der Andi und wir machen heute für so eine Uhr solche Zahlen aus Alu und Epoxy. Das erste Werkzeug wird eingelegt, ein 3-Schneider-Planfräser mit einem Durchmesser von 35 mm. Wie schon oft gezeigt, taste ich die Höhe mit so einem Werkzeuglängensensor an. Den Nullpunkt von X und Y muss ich hier nicht bestimmen, denn ich fahre auf Anschlag und diese Position ist fest hinterlegt. Das ist die Seite unten. Hier wird im Gegen- und Gleichlauf eine Höhe von 0,4 mm weggenommen. Bei der Seite oben erfolgt ein Schrubb- und Schlichtdurchgang, also einmal 0,4 und 0,1 mm. Als nächstes werden mit einem 240er Blatt noch diese leichten Riefen entfernt. Anschließend wird mit einer Faltwalze mit einem 80er Korn noch eine schöne Masersung gemacht. Das nächste Werkzeug, ein 6 mm Einschneider. X und Y taste ich, wie auch schon oft gezeigt, mit meinem grünen Laser an. Nachdem die Minimalmengenschmierung eingestellt wurde, kann es auch schon losgehen. Meine Schnittdaten wie gehabt unten rechts.
Das letzte Werkzeug, ein 60 Grad Klavierstechen. Diese Späne stammen vom 6mm Einschneider und ich muss sagen, die sehen echt super aus, also die Schnittdaten passen. Die Zahlen sind fertig gefräst und bekommen nun eine hübsche Phase. Nach der Feinarbeit sieht das Ergebnis nun so aus. Hier wird das Epoxy im Verhältnis 1:2 angerührt. Mit dem Vakuumtisch von der CNC hole ich die Luftblasen aus der Epoxymischung. Es sieht immer so aus, als wenn es kochen würde. Und so sieht das Ergebnis nach 2 Minuten Ruhezeit aus. Die Farbpigmente werden hinzugefügt und sehen dann so aus.
Nun geht's an die Montage der Uhr. Es wird kurz gepeilt, wie das am besten aussehen könnte mit den Zahlen und wird dann montiert. Leider endet das Video hier. Meiner Frau und mir hat das Uhrwerk ohne die Zahlen besser gefallen. Deswegen haben wir uns gegen die Zahlen entschieden. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Die Zahlen stehen zum Verkauf. Wer Interesse hat, kann sich gern bei mir melden. Das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.